Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Tagesbotschaft für den 25.11.2020. Ja, wir starten in den vierten Portaltag hinein und schauen mal, was möchte sich der Portaltag heute hier zeigen. Wie wird der Portaltag sein? So, meine goldene Kerze. So, dann schauen wir mal hinein, was zeigt sich hier. Happy, happy, happy. Wow. Es macht dich etwas glücklich. Vielleicht macht dich auch glücklich, dass du neue Wege eingegangen bist. Ne? Vielleicht hast du früher immer auf einen kleinen Affen hier gehört. Der Affe, der dich für Narren haltet, der dir nicht glaubt, der dir nicht vertraut, der dich für blöd verkauft. Hier immer ein kleiner Affe, eine falsche Person, die dich hinters Licht führen möchte. Und du stehst hier und sagst so, und ich bin stolz. Ich bin stolz auf mich. Ich weiß, wo der richtige Weg ist. Du hörst auf deine innere Stimme. Hier ist deine innere Stimme. Auf deine Weisheit, auf dein Glück. Du vertraust auf dein Glück sozusagen und weißt ganz genau, welcher Weg für dich bestimmt ist. Und das ist gut so, mein Schatz. Und das wirst du jetzt auch machen. Ja, dann geht es schon um dich. Ja, du erhältst einen Brief, der macht dich vielleicht sehr glücklich. Vielleicht ist es auch ein Geschenk, eine Einladung, ein Date, weil du neue Wege gegangen bist. Auch das kann sein. Also irgendetwas in deinem Leben macht dich ebenfalls glücklich. Be happy. Ja, be happy. Hoppe. Und das ist der glückliche Brief, der dich jetzt glücklich macht. Und es macht dich deshalb glücklich, weil es vielleicht eine Liebesbotschaft ist für dich. Wow, eine Liebesbotschaft. Na, eine Liebesbotschaft. Und diese Liebesbotschaft, die dich ereilt, das macht dich absolut glücklich. Ja, du warst noch nie vielleicht in deinem Leben so verliebt wie mit diesem Herrn oder mit dieser Dame. Und dann hast du das Flüstern. Ja, jemand oder etwas flüstert dir ins Ohr. Ja, wer auch immer. Was auch immer. Da kommt etwas, was du flüsterst. Also eine Stimme flüstert dir vielleicht zu, es ist an der Zeit, sich zu verlieben. Oder deine Stimme, dein Innere sagt dir, geh zum Spar oder zum Lidl oder zum Aldi einkaufen. Und du machst es und dann lernst du hier auch eine Person kennen. Also irgendjemand flüstert dir etwas zu und dann hast du auch noch das Seelenhandwerk. Jawohl. Die kommt auch jetzt sehr, sehr oft raus, weil viele von euch jetzt das machen möchten, was ihr machen möchtet und wollt. Ne? Und das ist gut so. So. Na, dann bin ich mal gespannt, was sich hier zeigen wird in den Tagesbotschaften für euch. So, jetzt für den Mittwoch. Und zwar Let Your Light Shine. Oh, lass dein Licht scheinen, mein Schatz. Dann hast du hier ausruhen. Oh, du wirst dich ausruhen. A time to nap. Also dieser kleine Fuchs liegt auf dem Mond und ruht sich aus. Dann hast du den glücklichen Zufall. Ja, ein glücklicher Zufall wird dich jetzt ereilen. Dann hast du eine baldige Veränderung. Ja, eine baldige Veränderung kommt in dein Leben. Da kommt etwas auf dich zu. Wow. Da kommt eine baldige Veränderung auf dich zu, die Superlative, der Power, echt. Es ist so ein Lichtkegel. Ich spüre da richtig so einen richtig großen Lichtkegel. So nach oben und das ist echt schön. Also da hast du dich ausgeruht, du hast dich entspannen können. Dein glücklicher Zufall wird dich jetzt zu deinem Happy Happy führen, weil du einen neuen Weg gegangen bist des Herzens. Dann hast du hier die Zukunft und den Ehrgeiz. Ja, weil du vielleicht sehr ehrgeizig daran gearbeitet hast,
Einen gesunden Ehrgeiz sollte man immer entwickeln oder haben. Einen nicht krankhaften, aber einen gesunden Ehrgeiz gehört manches Mal ganz gut dazu. Dann hast du die Zukunft, ja. Also da wirst du in Zukunft, wirst du vielleicht auch ehrgeiziger werden in deinem Leben, weil du vielleicht gesehen hast, hey, das bringt Früchte, du veränderst dich, da kommt etwas auf dich zu, was so schön ist und das möchtest du dann natürlich auch und dann strebst du das auch natürlich an. Dann hast du die Verbundenheit, also du möchtest auch die Verbundenheit leben, Verbundenheit mit dir, mit anderen Menschen. Dann hast du neue Wege, ja, neue Wege wirst du gehen. Dann hast du hier die seine Gedanken. Oh, da denkt jemand an dich oder du denkst jemanden an dich. Also entweder denkt an dich wer oder du denkst an jemanden. Und jedenfalls habt ihr da eine glückliche Zeit gehabt. Ihr wartet vielleicht auch verliebt in einem Vorleben oder in diesem Leben, ja. Da kommen neue Wege auf dich zu. Du überlegst dir vielleicht, ob du noch einmal es eingehen sollst, noch einmal probieren sollst oder versuchen sollst. Egal ob in einem Vorleben und ich glaube, das fühlt sich für mich so an, als ob ihr im Vorleben etwas noch nicht zu Ende gestrickt hattet. Ich habe das Gefühl, ihr seid mit einem Streit auseinandergegangen. Und in diesem Leben habt ihr gesagt, so und jetzt löst jeder seinen Seelenvertrag auf und dann kommt ihr zusammen. Ja? Dann hast du hier, ja, das ist schon das gebrochene Herz von dem, das ich da gespürt habe. Also entweder hat dir jemand im Vorleben dein Herz gebrochen, darum bist du vielleicht auch sehr kühl, sehr abweisend und hast gesagt, naja, du willst vielleicht nur mehr Männer anziehen, die vielleicht für dich ja nicht so attraktiv sind und jetzt merkst du schon langsam, das war nicht die klügeste Idee, aber deine Seele wollte das, dass du das fühlst, dass du das spürst, dass du die Erfahrung sammelst und dann streifst du sozusagen dein Gewand ab und gehst neue Wege mit deinem Schatz, ja? Wow, also voll schön, also hier ist liebestechnisch alles möglich. Du gehst neue Wege, du verbindest dich mit neuen Menschen, die dir auch schicksalhaft zu dir geführt werden, wo das Glück an deiner Seite ist. Du wirst dich ausruhen, du hast eine baldige Veränderung bald zu rechnen, damit du dein Licht nach außen bringen kannst, damit dein Seelenhandwerk du jetzt angehen kannst, erlernen kannst. Und das hat ganz, ganz viel was mit Liebe und dich persönlich zu tun, dass das Universum dich in das Glück, in dein, das Universum möchte, dass du ständig lächelst und lachst und nicht überheblich und nicht falsches Lächeln, sondern das Universum möchte gerne, dass du glücklich bist. Ja, das ist das, was ich hereinbekomme. Und das sind deine neuen Wege. Und du kannst, ja, du kannst immer glücklich sein, mein Schatz. Immer. Ja. Und da kommt eine Seelenliebe auf dich zu. Das ist echt schön. Und das in der Zukunft. Wow. So, und jetzt kommen wir zu Stapel 2. Was hast du da hier, mein Schatz? Was möchte sich dir zeigen? Die innere Stimme. Dann hast du hier Time to go. Time to go, clean it up. Also du wirst dich reinigen und klären. Vielleicht auch deine innere Stimme wird dich klären, sodass du dich ausdrücken traust, dass du dich sagen traust, was du möchtest, was dir Angst macht, was dich einfach nicht erfüllt. Du traust dich es auf einmal anzusprechen, ohne Wenn und Aber. Du machst dich auf den Weg, Zeit zu gehen, mein Schatz. Ja, du wirst gehen. Du wirst absolut in die Wege, du wirst gehen, du wirst einen Weg gehen. Du hast dich gereinigt, folgst deiner inneren Stimme sozusagen, du folgst jetzt deiner inneren Stimme, hast dich gereinigt und gehst jetzt los, okay? Zeit und Transformation, ja, das ist ähnlich wie Clean It Up. Du hast dich transformiert, weil du deiner inneren Stimme gefolgt bist und Shakti, ja? Also du bist deiner inneren Stimme gefolgt sozusagen, ja? Und du hast dieses happy Gefühl, ja?
Und diese Liebesbotschaft, was dich da ereilt, ist einfach nur mehr glücklich. Und das ist deine Zeit jetzt, mein Schatz. Nütze die Zeit jetzt für deine Transformation, nütze deine Zeit. Jetzt ist es Zeit zu gehen, jetzt ist es Zeit, dich zu reinigen. Jetzt folge deiner inneren Stimme und jetzt folge deinem Seelenhandwerk. Ja, das Universum möchte dich nach vorne triggern, dass du endlich mit Herz dein Leben lebst. Nicht mit deinem Verstand, sondern mit deinem Herzen. Ja, und da brauchst du natürlich etwas Vertrauen dazu, aber das wirst du haben, denn du hast hier einen wundervollen Freund an deiner Seite. Ihr schützt euch sozusagen gegenseitig. Du schützt ihn vor dem Regen und er schützt dich und trägt dich, damit du nicht in den Nassen gehen musst. Ne? Also eine Win-Win-Situation. Du lernst auch zuzuhören, du lernst hinzuhören, du lernst dich auch zu erden, mit Mutter Erde dich zu verbinden, mit den Blumen und Gräsern zu verbinden. Vielleicht machst du eine Naturkräuterwanderung, ja, auch das kann sein, oder du beschäftigst dich immer mehr mit Kräutern. Dann alles ist gut, ja, vielleicht solltest du dich jetzt auch mit Kräutern mehr beschäftigen. Alles ist in Ordnung, alles ist gut, so wie es gekommen ist. Es ist jetzt nur Zeit, damit du gehst. Ja, diese Situation tut dir nicht mehr gut, also es ist Zeit, damit du, jetzt ist die Weggabelung. Und wenn du das beherzigst, dann hast du auch noch die Sterne und den Erfolg auch vor deiner Nase sozusagen. Ja, du bist sehr, sehr erfolgreich und sehr talentiert. Aber mach was draus, transformiere dich, reinige dich und geh. Geh da weg, wo auch immer das ist, was dir nicht mehr gut tut. Wenn du da bist, was dir schon gut tut, dann wirst du trotzdem eine Situation verlassen, entweder eine berufliche und gehst in eine andere berufliche Richtung, auch das kann sein, aber jedenfalls ist der Erfolg dir sicher. Das hat etwas vielleicht mit einem guten Herrn zu tun, vielleicht mit deinem Vater, mit deinem Opa, mit deinem Urgroßvater oder mit deinen Ahnen zurück zu tun. Ja, vielleicht erbst du auch ein Haus, das kann auch sein, oder dein Gegenüber erbt ein Haus, ja. Und das liegt vielleicht näher an deinem beruflichen Umfeld, als du glaubst, oder dass du da näher bist, dran bist. Und du wirst dir hier sehr, sehr dankbar sein. Das kann natürlich auch eine Dame sein, aber mit der du dich sehr gut verstanden hast. Dann der Ring und das Glück, das kommt ja auch sehr, sehr oft. Ja, du gehst nochmal eine vertragliche Verbindung ein, was dich aber glücklich macht und deinen Gegenüber auch. Sei es dein Chef, deine Chefin, dich selbst, andere, deine Liebsten, mit deinen Kindern, mit wem auch immer du einen Vertrag hier eingehst. Aber der ist es absolut vom Glück gekrönt, ja. Dann hast du die Begabung und Freiheit. Du kommst in deine Begabung, in deine Freiheit. Diese zwei Karten, ich weiß nicht, wie oft die schon rausgefallen sind. Ich muss echt schmunzeln. Ja, meistens diese Kombi, das ist so schräg. Das ist so interessant für mich auch zu beobachten, wie oft, also anscheinend glaubt ihr an eure Begabungen nicht. Anscheinend glaubt ihr es erst dann, wenn ihr durch diese Tür durchmarschiert seid. Dann glaubt ihr. Und jetzt seid ihr eben noch in dieser Transformation drinnen. Doch das Universum möchte euch wirklich ans Herz legen, eure Begabung ist eure Freiheit. Das solltet ihr unbedingt beherzigen. Ja? Wow. Also da kommt es in die absolute Transformation. Leute, ich sag's euch, da kommt was Fantastisches auf euch zu. So, die Sterne zeigen sich in letzter Zeit auch sehr oft, muss ich auch fairerweise mal dazu sagen. So, dann schauen wir hinein in den dritten Stapel. Was hat der dritte Stapel? Ja, wo geht die Post bei dir ab? In der Seelenliebe geht bei dir die Post ab. Also vielleicht lernst du hier deine Seelenliebe kennen und das macht dich absolut glücklich. Auch das kann sein. Dann hast du hier Gelassenheit und Observer. Da beobachtet dich schon vielleicht deine Seelenliebe. Das muss nicht immer physisch sein. Ja, manches Mal ist es auch so, dass, also ich merke das zum Beispiel ganz, ganz stark, wenn meine Seelenliebe
ganz, ganz stark an mich denke. Das ist so spürbar in meinem Herzen, dass das wie so ein Ziehen ist. Ja? Das spürt sich so richtig so, hey, wir wollen jetzt zusammenkommen. So, ja? Und das ist so ja, ein wunderschönes Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Und das kann natürlich auch eine Person sein, real, also physisch schon, die dich beobachtet. Ne? Und da sollst du trotzdem gelassen sein, ja, in der Ruhe bleiben, dass du dich selbst feierst, ja, lach einen Luftsprung, freu dich, genieße, dass jemand da ist an deiner Seite, den du liebst oder der dich liebt oder du ihn liebst, genießt das Zusammensein. Ja, da ist viel Humor, wir hatten Happy Happy, wir haben die Gelassenheit, wo sie losspringt oder sprintet sozusagen hier oben, einen Luftsprung macht. Und hier haben wir den Humor, also du wirst auch viel, viel lachen und fröhlich sein. Dann hast du den Magier, die Magierin. Ja. Also diese Liebesbotschaft macht dich schon mal happy, happy, happy. Dann hast du hier, einen reichen, guten Herrn. Vielleicht lernst du hier wirklich jemanden kennen, der dich sehr, sehr schätzt, dich sehr lieb gewonnen hat oder den du lieb gewonnen hast, weil er liebt dein Lachen. Also er sagt ständig, dein Lachen ist so schön. Also er ist so richtig verliebt in deinen Lachen. So kann man das sagen. Dann hast du hier, wow, du hast 4 Karten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt bin ich voll überfordert. Okay, nein, gut. Oh mein Gott. Da sind wie ihr seht, die Eulen mit den Fischen. Also hier wirst du durch Weisheit ganz viel Geld kommen. Entweder durch diesen Herrn, den du da kennenlernst. Entweder durch diesen Herrn oder du selbst bist weise. Und er schätzt auch, dass du sehr weise und sehr wissend bist. Ne? Also er liebt dich. Du bist auch vielleicht ein Stück weit verträumter wie er oder wie dein Gegenüber, aber du bist so herzlich und offen. Und das ist dein absolutes Highlight. Und da hast du die Sterne zum Greifen nahe. Ne? Also deine Sterne sind in der Öffentlichkeit, mein Schatz. Du lernst ihn in der Öffentlichkeit kennen. Vielleicht ist es auch schon nachts, ne? Also wenn die Sterne am Himmel schon leuchten und das ist im Winter ja schon sehr früh, dass die Sterne sich zeigen und da kann es sein, dass du diesen Herrn auch kennenlernst, ja. Dann hast du hier den Erfolg und die wahre Liebe. Ja, was soll ich da noch sagen, ne? Da geht es um Liebe, um Erfolg, um Finanzen, um dein Seelenhandwerk. Ein Jobangebot wartet auf dich, wo du dich absolut freuen wirst. Entweder hast du schon geschaut oder dich auch schau gehalten auf diesen Job, aber den wirst du definitiv angehen. Ja, also wenn du dich irgendwo beworben hast, wirst du dich definitiv dort unbedingt, wirst du wissen, den Job bekommen. Das bekomme ich so herein. Durch dein Wissen, durch die Weisheit, durch deine Liebe, durch deinen Humor, durch deine Gelassenheit kommst du dorthin, wo du hin möchtest. Also Wow-Stapel, ne? Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn. Alles Liebe, alles Gute. Und von mir ein Küsschen an euch. Ich umarme euch, ich liebe euch, absolut und eure Kommentare, ihr seid so eine hilfreiche Community. Ihr bestärkt mich und ihr ermutigt mich, da weiterzumachen und auch den Weg da zu gehen. Vielen lieben herzlichen Dank, denn ohne euch würde das auch nicht gehen. Also klopft euch auf die Schultern. Ja, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute und tschüss.